Wäre es nicht cool, wenn ein Investment deine kompletten Fahrtkosten zur Arbeit bezahlen könnte? Ich denke schon. Aber welche Aktie könnte mir diesen Gefallen tun? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und Aktien, die dir mittelfristig gute Gewinne bringen können. Aber dieses Mal habe ich mich für einen echten Börsendinosaurier entschieden. Und zwar für Nestle. Warum Nestle? Da die Nestle-Aktie in den letzten 2 Jahren ziemlich abgestraft wurde, habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit als Privatanleger, um nächstes Jahr meinen Weg zur Arbeit zu finanzieren. Neugierig? Dann bleib dran und ich erzähle dir von meinem kleinen Plan. Die Nestle-Aktie habe ich schon seit gut 2 Jahren auf meiner Watchlist, aber so richtig interessant war der Lebensmittelgigant für mich nicht. Aktienpreis ziemlich hoch und kaum steigend, einstelliges Wachstum, 2-3% Dividenden. Naja, es gab spannendere Unternehmen zum Investieren, aber der Kurs ging langsam aber sicher nach unten. Und jetzt ist es sogar niedriger als das Vor-Corona-Niveau. Und wie mein Freund Warren Buffett sagen würde, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Goldene Worte. Und das habe ich auch getan. Am 2. Oktober habe ich 16 Aktien für 91 Euro und insgesamt 1460 Euro gekauft. 2 Tage später habe ich noch 6 Aktien für 89,4 Euro nachgekauft und am 14. Oktober noch 11 Aktien für 90 Euro und insgesamt knapp 1000 Euro geschnappt. Wie du hier siehst, habe ich Nestle für insgesamt ca. 3000 Euro aufgestockt, die natürlich noch plus minus bei 0 liegen. Du fragst dich bestimmt, warum gerade jetzt Nestle kaufen, wenn die Geschäfte nicht mehr so gut laufen und man nur schlechte Nachrichten liest. Und da muss ich wieder zu meinem Freund Buffett greifen. Denn wie er schön sagt, das Beste für uns ist, wenn ein großartiges Unternehmen vorübergehend in Schwierigkeiten gerät. Wir wollen kaufen, wenn sie auf dem Operationstisch liegen. Aber ist es bei Nestle wirklich so schlimm, wie man in den Nachrichten liest? Lass uns mal meine persönliche Checkliste schnell durchgehen. Unternehmen oder Branche nicht im Hype. Definitiv nicht im Hype. Check. Unternehmen ist über 10 Jahre lang an der Börse. Definitiv ein Check. Unternehmen sitzt in den USA, der EU, Großbritannien, Norwegen oder der Schweiz. Ein sehr knapper Check. Aktienkurs mindestens 20% unter dem All-Time-High. Ein eindeutiger Check, da die Aktie fast 40% vom All-Time-High entfernt ist. KGV ist positiv und unter 40. Was sagt OnVista dazu? Aktuelles KGV ist 19. Check. Aktuelles KGV niedriger als historisches KGV. In den letzten 10 Jahren lag es im Durchschnitt bei 24,25 und war nie unter 20. Also auch hier Check. Historische Nettomargen wachsend oder stabil. Nettomargen liegen zwischen 11 und 14%, also stabil im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch Check. Prognosen sind optimistisch. Laut Market Screener sollen Umsatz und Gewinn leicht steigen. Die Nettomargen sollen ebenso leicht höher ausfallen. Und die Analysten sehen das Licht am Ende des Tunnels und schätzen, dass die Aktie ca. 10% Kurspotenzial hat und empfehlen somit zum Kauf. Also Check. Burggraben oder zumindest hohe Wettbewerbsfähigkeit. Man kann sich darüber streiten, ob der größte Lebensmittelhersteller der Welt noch seine Position halten kann, aber ich bin mir sicher, dass es so bleibt. Der Burggraben mit einer Produktpalette von über 2000 Marken weltweit ist schwer zu schlagen. Diese Schwäche sehe ich als vorübergehend, da die Menschen aktuell mehr sparen müssen und zu No-Name-Produkten greifen. Ein sicherer Check von mir. Last but not least, keine Auffälligkeiten bei der Verschuldung. Ich sehe hier einen leichten Anstieg der Verschuldung, aber das ist für mich nichts Kritisches. Also auch Check. Mit dieser Checkliste kann ich ganz entspannt und nebenberuflich mein Geld langfristig anlegen und vermehren, ohne tiefergehende Analysen oder besondere Kenntnisse. Daher würde ich dir empfehlen, nimm dir 15 Minuten Zeit und gehe diese Checkliste durch. Damit kannst du die meisten überbewerteten Aktien und Schrottunternehmen herausfiltern. Du fragst dich bestimmt, was ist denn dein Plan? Genau, der Plan. Da ich größtenteils im Homeoffice arbeite, aber
der noch 2 Tage pro Woche ins Büro fahren muss, habe ich mir gedacht, ich lasse diese Investition meinen gesamten Spritverbrauch zur Arbeit bezahlen. In den nächsten 12 Monaten erwarte ich, dass die Aktie sich um mindestens 10% erholt. Laut MyDividends24 App bekomme ich nächstes Jahr Ende Mai noch ca. 3,3% oder 100 Euro Bruttodividenden dazu. Wenn ich die Aktie nach der Ausschüttung verkaufe und die Steuern abziehe, komme ich auf fast 300 Euro Nettogewinn. Mein Arbeitsweg beträgt hin und zurück 40 Kilometer und wenn ich 2-mal pro Woche ins Büro fahre, abzüglich aller Feiertage und Urlaube, komme ich auf ca. 3000 Kilometer pro Jahr. Da mein Ferrari ca. 10 Euro pro 100 Kilometer schluckt, ist mein ganzer Arbeitsweg quasi durch die Nestle-Position abgedeckt. Falls du dich fragst, was passiert, wenn die Nestle-Aktie weiterfällt, dann kaufe ich halt für mindestens 1000 Euro nach und warte, bis die Investition mir noch mehr Geld in die Spritkasse einzahlt. Wozu das ganze Video? Ich möchte dir zeigen, dass man mit einfachen Regeln und kühlem Kopf auch als Angestellter mit 40 Arbeitsstunden pro Woche wie ich von der Börse profitieren und sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Ich glaube, nur wenige wollen tatsächlich bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Schreib deine Meinung gerne unten in die Kommentare. Was hältst du von der Nestle-Aktie? Werden wir in den nächsten 12 Monaten ein Comeback sehen oder hat das Unternehmen seine besten Zeiten bereits hinter sich? Wenn dir dieses Video gefallen hat und du meinen Weg zum Millionendepot als Angestellter verfolgen möchtest, dann vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Hier blende ich die aktuellen Zahlen meines privaten Aktiendepots ein, damit wir beide im Jahr 2036 den kompletten Weg schön nachverfolgen können. Bist du gespannt, ob mir das gelingt? Ja, ich auch. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.